Hallo Uwe, wir stehen hier am Mobilwetterstand. Du wolltest ein kleines Video zum Mobilwetterjacht 79. Genau, Technoline. Aha, okay, wir stehen jetzt davor. Und wir sagen, er schaut schon mal recht schick aus. Ja, genau. Natürlich dürfen Sie vorbei. Sie dürfen auch hier reinsprechen. Also schauen wir da mal da rein. Von außen kann man schon mal sehen. Das Ganze ist auch wieder weiß. Warum man so gerne in der Ausstellung in weiß hat, ich weiß es nicht. Und hier haben wir gleich eine Außenstauklappe, die auch nach innen geht. Da ist ein weiterer Sitz. Das ist der Ursi, ihr Spezialität, ein fünfter Beifahrersitz, ja, den wir uns ja auch haben einbauen lassen. Der ist hier wohl offensichtlich schon integriert. Dann haben wir hier das Gasfach, Flaschenfach. Das ist auch etwas umständlich. Wenn man die linke Gasflasche austauschen will, muss man die rechte mit rausnehmen. Aber wir tendieren so und so zum Gastank. Was uns schon mal gut gefällt, das sind diese Griffe zum Aufmachen. Die sind sehr hochwertig. Sind, oh, das ist aber eine tief breite Garage. Ja, und ist eine tolle Garage. Also hier hast du schon mal hier die Fächer, die sind äußerst praktisch. Wird immer vergessen, da etwas mehr anzubringen. Hier sind sie. Und das Bett lässt sich hier offensichtlich absenken. Also es scheint ein Queensbett zu sein, Ursi. Kein Einzelbett. Ja. Unten haben wir Verzurrösen und diese Verzurrösen sind nur unten. Ja, aber man hat schon Möglichkeiten, ja hier auch noch individuell zu befestigen. Da scheint, ja, das ist das Bett, das man hier absenken kann. Ja? Die Türe, die Garagentüre ist auf beiden Seiten gleich breit. Hat man hier noch. Da kommt man dann wohl offensichtlich zur Technik hin. Ja, das Bett lässt sich mit Motor absenken, das sieht man hier. Da ist der Motor untergebracht. Also inwieweit die Garage dann noch bedienbar ist, wenn Fahrräder drin stehen, ich glaube, dann kann man das Bett nicht absenken. Das heißt, entweder tief schlafen oder und zu Fuß, als Fahrrad fahren und dafür dann hochschlafen. Ja. Kann sich jeder entscheiden. Ja. Genau. Also, dann schauen wir mal rein, falls wir reinkommen. Das ist nämlich heute auch am Montag alles ziemlich voll. Ja. Also, das Fahrzeug ist 7,44 Meter lang, was in dem Bereich ist, wo ich sage, da hat man so ziemlich allen Komfort, da kann man allen Komfort erwarten. Zulässige Gesamtmasse ab 3,5 Tonnen, das heißt, also wird man auch mit 4,5 Tonnen fahren müssen. Und die Breite des Fahrzeugs ist 2,35 Meter. Das ist also eins der breiteren Fahrzeuge. Und diese K-Yacht 79 gibt es nur mit Queensbett. 83.000 ist nicht zu teuer. So, gehen wir rein. Jetzt kommen wir so ein Leut raus. Ja, dann schauen wir rein. Was nicht unsere Art ist, das Queensbett. Man geht hier rein. Und dann kann man sich entscheiden, rechts oder links. Hat hier ein Raumbad, hier haben wir die Toilette, hier hat man die Dusche, auch mit Dachfenster, ohne Radkasten, weitgehend ohne Radkasten, nur ganz klein, das ist kein Problem. Und dann geht es hier ums Eck rum, dann ist man hier im Queensbett, was man absenken kann, aber meines Erachtens nicht absenken muss. Hallo Ursi. Hallo. Hier kommt der Fernseher hin, der bei uns ja an den Füßen ist. Und dann hat man hier Schrank, ja, man kann schon fast sagen, ohne Ende, ja. Was hier meines Erachtens wieder fehlt, das ist die Steckdose. Ossi, siehst du da irgendwo eine Steckdose? Nein. Nein, also die scheint mir zu fehlen. Warte mal, hier könnte was sein. Moment. Ja, doch, hier ist eine Steckdose. Ja. Ja, also da unterhalb. Also ich kann es schlecht erkennen. Ja. Also und die kann man dann oben auch an den Rand hinlegen. Da ist ein kleiner Rand, wo man die hinlegen kann. Da kann man das Handy drauflegen und den Wecker hinstellen. Also das ist vorhanden, aber man könnte es optimaler lösen. Da oben hat es auch Ablage.
Aber da kommt halt vom Bett aus. Ja, da haben wir oben, kann man es auch hinlegen, aber ohne Stromanschluss. Hier bei den Kleiderschrank, aber ist auch wieder umständlich dahin zu kommen. Queensbett ist einfach nicht unsere Weltdurst, kann man so sagen? Ja, aber das ist ja alles Ansichtssache. Ja, ja, klar, es ist, ich sage jetzt, unsere Welt ist es nicht. So, und dann haben wir hier das Fenster. Das heißt, hier schläft man auch wieder hinten. Und wenn sich außen was tut, dann muss man nach vorne rutschen und dann kann man rausschauen. Ja, das, ja, das ist, halt bei ist immer das Gleiche, was ich da diesbezüglich bei jedem Fahrzeug eigentlich oder bei vielen Fahrzeugen immer feststellen muss und was mir persönlich nicht gefallen würde. Ja, was sehen? Ja, aber bei Queensbette geht es ja geil. Die haben halt die Schränke nebenan und da kann das Fenster ja. Ja gut, es gibt schon Queensbetten ohne Schränke, wo dann eine kleine Ablage neben dran ist. Aber der Schrank bietet sich natürlich an. Ja. Genau, ist ja auch schön, viel Stauraum zu haben. Es ist eben wie so vieles individuell, also es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Natürlich können wir auch nichts dazu sagen, wie das Fahrzeug aufgebaut ist, was für Schaum verwendet wird, wie viel Holz verwendet wird. Das ist eine Sache, die ja jetzt nicht in den Bereich drin steckt, was wir hier analysieren. Wir sind ja keine, wie sagt man da? Ja, doch, Fachbesucher sind wir. Wir waren ja schon am Fachbesuchertag da, ja. Aber wir kennen uns mit diesem Modell nicht aus. Wir sind keine halt Techniker, ja. Ja, und wir kennen uns mit dem Modell nicht aus. Nein, oder? Im Aufbau, ich habe vom Aufbau gesprochen. Ja, also, aber wir wissen nicht, wie die jetzt. Ja, da muss sich jeder selber kundig machen. Wir stellen nur das Fahrzeug vor und sagen, was aus unserer Sicht praktisch oder unpraktisch ist und was dann jeder daraus macht oder wie jeder das für sich einschätzt, das ist natürlich eine andere Sache. So, dann schauen wir doch mal, vorne sind ein Haufen Menschen, ob wir da uns auch durchdringen können. Was sie? Ja. Auch für den Kampf? Auch für den Kampf, ja. Ja, mach mal. So, dazu muss er sagen, wer auf der Toilette seine Ruhe haben möchte, der kann hier auch so machen zum Bettenbereich. Auf beiden Seiten. Also das könnte ja auch zum Beispiel sein, dass noch einer schläft und man will schon duschen und will den anderen damit nicht wecken, dann kann man hier massiv zumachen. Ja. So, jetzt sind wir hier im Küchenbereich. Also der Mobilwetter stand schon immer für originelle Designlösungen, eben wie es für die Italiener typisch ist. Hier haben wir einen Dreiflammherd, etwas anders als er bei den normalen Herstellern angeboten wird, ist etwas abgesenkt. Seitlich hat man hier auch Ablagefächer oder Ablagemöglichkeiten für Lappen und so weiter. Und man hat vor der Herdplatte die Möglichkeit auch zum Beispiel mal Gemüse zu schnibbeln. Das ist eine sehr schöne Lösung, was man allerdings auch beim Fahrzeug mit 2,35 Meter Breite erwarten muss. Schneidebrett. Und dann hier große Spülbecken. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Sieht alles, das sieht gut aus sogar. Sieht alles sehr gut aus. Aha. Also praktisch, würde designtechnisch sagen. Haben es die Italiener mal wieder voll drauf. Ja, das ist praktisch. Ja, hier. Muss man ganz klar sagen. Sehr schön. Schauen wir uns mal die... Ich mache mal einen Schrank. Fährt automatisch hoch. Aha. Da ist eine kleine Abzugshaube drin. Ja, das ist ein sehr langer Schrank, also oder zwei kleine wären vielleicht etwas günstiger. Ach nö, das ist also bei der Oberschränke ist das okay. Ja, wenn es halt verrutscht, dann verrutscht die von vorn bis hinten. Okay, muss man halt dementsprechend einräumen. Also die Ossi sagt, das ist okay. Ja, muss man halt dementsprechend einräumen und ja, Gut. Okay. Wenn deine Frau praktisch begabt ist, kein Problem. So, was ist, schau mal, was haben wir da noch? Ah, das ist die Dusche und dann haben wir hier haben wir den Kühlschrank. Da ist der Fernseher, der ist hier an einer guten Stelle untergebracht. Da oben ist noch eine kleine Klappe. So, und dann haben wir hier die Technik im Eingangsbereich. Einen Staufächer natürlich im Boden auch. Ja, schon mal. Es ist hier aber die Küche haben wir doch eine Stufe drinnen. Ja, geil. Da. Du bist gleich weiter. Da hat es schöne Auszüge. Das jawohl. Ist nicht schlecht. Das sieht schon mal sehr gut aus. Schön. Das Lichtschalter ist ja ganz wow. Oh ja. Hier haben wir Küchenschublade. Fächer. Und auch Auszüge. Also auch das
absolut ausreichend vorhanden. Ja. Alle. Hoppla. Ach, das ist für Flaschen, oder? Ah, da ist hin, ja, da sind die Gaskasten drin. Da ist der Gaskasten. Nicht für Flaschen wahrscheinlich. Mhm. Aber ist trotzdem, also das müsste für alle Töpfe ausreichen. Ziehst du das da unten nochmal hoch? Und da ist nochmal ein Auszieh. Aha. Ja. Was ist da drin? Auch nochmal. Ein Loungekorb nennt sich also, das hier. Also, wenn ihr gerne trinkt. Für Flaschen sind genügend Möglichkeiten vorhanden. Kann ich aber hilfreich sein. So, wir haben jetzt gerade die Auskunft bekommen, das ist alles GFK-Aufbau, holzfrei mit Aluminium. Und da haben wir schon die Sitze. Man sieht hier die Kurte, aber das sehe ich ja nicht als großes Problem. Der Tisch sieht sehr gut aus, den kann man zusammenklappen. Dann hat man schöne Durchgangsmöglichkeit. Und man kann ihn dann erweitern und dann hat man eine sehr große Tischlösung, die auch für 4 oder 5 Personen, für das, die das Fahrzeug ausgelegt ist, gut hält. Dann kommen wir zum Cockpit. Das sieht natürlich wieder mobil wetterstandardmäßig sehr gut aus. Hoppla! Warst du das? Ja. So, wir haben es jetzt angekündigt. Wird auch in andere Länder geliefert, das sieht man jetzt hier. Und es ist schön gestaltet. Hier ist die Rückfahrkamera zusätzlich untergebracht. Also, ja, ich muss schon sagen, das gefällt mir verdammt gut. Also, das gefällt mir verdammt gut, muss ich schon sagen. Ja. Also, und dann der Preis ist moderat. Ich weiß es nicht, warum. Mir kommt der Preis für das, was das Fahrzeug hier bietet, günstig vor. Günstig. Also ich habe einen sehr guten Eindruck vom Mobilwetter. Was ich und du? Ja. Top. So, Mobilwetter, K-Yacht, Technoline 79. Fazit, Ussi. Macht einen sehr guten Eindruck. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, also von der Verarbeitungsqualität, wie gesagt, können wir nichts sagen, denn wir haben ja hier keinen Produkttest gemacht. Ja. Aber vom Design, von der Ausstattung, von der Aufteilung, ganz hervorragend. Ja, uns gefällt's. Würde für uns absolut in Frage kommen, abgesehen davon eben, dass wir die Einzelbettvariante besser finden. Ja, klar. Aber das ist Geschmackssache. Das ist eben, aber genau, wenn wir Queensbett gefallen hätten, dann würde das für uns absolut in Frage kommen. Ganz, ganz tolles Fahrzeug. Können wir dir nur dazu raten, von der Optik her. Aber wie gesagt, wir haben keinen Qualitätstest gemacht. Ja, das können wir natürlich nicht. Und heute schon gleich gar nicht. Ja, wir sind froh, wenn überhaupt in die Fahrzeuge reinkommen. Also dann, wir hoffen, wir haben dir bei der Entscheidung ein bisschen geholfen. Genau. So.